immer abwesend, würde der Sevuk da aber wie immer von Angesicht zu Angesicht sofort aufhören. Und sie würden wie zuvor zu ihrem Zustand Rücken an Rücken zurückkehren. Dies würde ihren Überfluss aufhören lassen. Und Son, die unten sind, würden auch ihre Mochen verlieren. Oben wurde bereits erläutert, dass Bina von ihrer Natur aus nur Orchasadim anstrebt, gemäß des Geschriebenen, denn er erfreut in Barmherzigkeit. Sie hat keinerlei Interesse, Orchochma zu empfangen, und daher befindet sie sich Rücken an Rücken mit Chochma. Nur wenn Son zwecks Mann zu ihnen aufsteigt, kehrt Bina zu einem Sivuk von Angesicht zu Angesicht mit Chochma zurück, um die Erleuchtung von Chochma an Serampin zu geben. Folglich ist es nötig, dass Son immer dort bleiben, um den Sivuk da aber wie immer von Angesicht zu Angesicht zu ermöglichen und zu verwirklichen. Deswegen kann man nicht sagen, dass Son am Platz von aber wie immer abwesend sind, wenn sie auf ihren Platz nach unten kommen. Wie bereits gesagt, ist jegliche Veränderung des Platzes im Spirituellen vielmehr nichts anderes als lediglich eine Zugabe. Obwohl Son von ihrem Platz abstiegen, verblieben sie somit ebenso oben wie vorher. In Ordnung.